Servus, wir spielen heute in der Eventhalle in Ingolstadt und zwar zusammen mit Scandal und Rhino Bucket. Und draußen sind es gefühlte minus 10 Grad, aber das ist uns egal, wir heizen hier drin ein Rock'n'Roll. Das ist der erste Gig nach unserem phänomenalen Durchbruch, möchte ich fast sagen, im Zenit. Es ist wieder Abstieg hier in diesem Schuppen da. Ja gut, nachdem die Winterpause jetzt vorbei ist, muss man natürlich erstmal langsam wieder ins Training einsteigen und das war heute ein super Vorbereitungsspiel. Ja, ich stehe jetzt auf der Bühne und jetzt wollen wir sehen, wie ich heute Abend die Welt sehen werde. Das ist mein Mikro dann und dann schreie raus, hey Ingolstadt, are you alive? Und dann schreien sie zurück, yeah. Und dann frage ich, how does it feel to be alive? Und dann schreien sie, yeah. Neben mir sitzt jetzt der Carlo von der Ingolstädter Groove Rock Band. Danke, danke. Scandal. Jawohl. Du hast mir im Vorgespräch schon verraten, es gibt seit 1992 mit Unterbrechung, glaube ich, 3 Jahre habt ihr mal. Ja, 3 Jahre pausiert. Euch auflösen müssen, wegen Plattenfirma BMG. Ja, wir haben da so. Battlesman Group hat da. Du kennst alle Höhen und Tiefen des Showgeschäfts, kann man sagen, oder? Ja, doch, doch, wir haben irgendwie schon alles miterlebt. Also wir durften 3 Jahre lang nicht spielen, weil sonst hätte sich der Vertrag automatisch um weitere 3 Jahre verlängert. Das war ja, die einzigen 3 Jahre, wo wir pausiert haben. Ansonsten seit 92 ständig unterwegs auf Kreuzfahrt, Swinemünde, Kopenhagen. Aber gut, dass ihr jetzt nach all den Jahren und nach allen Auf und Abs immer noch dabei seid. Immer ja, noch wir sind verheiratet und anders kommen wir nicht mehr raus aus dem Haus. Okay. Du bist im Scandal, war unsere Vorband. Wir sehen ja auf einem Skandal, haben sie sich gegründet, wäre das auch für uns eine Option, vielleicht als mit einem Sexskandal zum Beispiel nach oben gespült zu werden. Ja, wir arbeiten daran ja schon seit einiger Zeit und ich denke, das wird bestimmt irgendwann auch mal Früchte tragen. Was wäre denn so ein harmloser Sexskandal, der in die Zeitung kommt, aber der niemandem schadet? Das wäre so irgendwie 20 Groupies in einer Nacht oder so. Ja. Das ist ein Skandal. Na, heutzutage nicht mehr. Na. Skandal. Na, vielleicht, wenn man irgendjemanden sexuell belästigt. Na, wenn es mit der Gattin vom Bürgermeister Sex hast. Das ist ein Skandal. Ja, Moment. Aber nur in dem Dorf, in dem das auch passiert. Ja, ja. Wenn das irgendwo in der Stadt passiert, das interessiert ja keinen. Das stimmt. Bei dir im Dorf könnte man das doch machen. Du mit der Bürgermeisterin. Wie heißt die überhaupt bei euch? Ist dir das bekannt? In Garting? Ich weiß es gar nicht. Na? Na? Gut, dann hast du jetzt eine Aufgabe für den nächsten Tag. Ja, ich bin ein bisschen Zugreister. Ich bin ja eigentlich. Ja, oft ist ja so, dass gerade die Zugereisten den meisten Sexappeal ausstrahlen. Ja, also du zum Beispiel. Ja. Ja, das weiß ja der gemeine Fan wahrscheinlich gar nicht. Du bist ja gar kein Urbayer an sich. Nee, man merkt mir das ja eigentlich nicht so an. Aber es ist tatsächlich so, ich komme ja eigentlich ganz woanders her. Ja.
Ja. Aber der, sag ich mal, der Stammsee weiß auch, wo du herkommst. Das wurde in einer Episode im Dezember schon mal behandelt, das Thema. Ja, weil wir dort nämlich gespielt haben in der Nähe. Ja, genau. Mit der Band, die auch schon für Rhino Bucket hier Vorgruppe gemacht hat. Und das Blackbird ist Blackbird. War auch schon eine Vorband für Rhino Bucket. Vor wenigen Tagen in Frankfurt. Die haben zu uns gesagt, schaut euch das an, was Rhino Bucket machen, da könnt ihr noch was lernen. Das machen wir jetzt auch. Auf geht's. Gut. Schauen wir uns mal an, wie es in der Eventhalle Westpark Backstage ausschaut. Kein Durchgang, außer für uns. Und hier sieht man schöne Kisten mit leeren Flaschen. Hier ist das Catering für die Bands heute Abend. Es gibt zwei verschiedene Nudelsorten und einen lecker Salat. Vom Essen geht's in unseren eigenen Backstage-Raum, was heißt eigenen Backstage-Raum? Hier teilen wir uns den Raum mit der großartigen Band Scandal. Zwei davon sitzen da. Zwei, hi. Ja, es sind sehr moderne Couchen diesmal. Ich glaube, es ist ein sehr modernes Gebäude auch. Das merkt man an diesen Sitzmöglichkeiten. Hier werden wir sitzen und aufwärmen. Oh, jetzt kann ich euch noch sagen, was es an Getränke gibt. Das ist auch ganz interessant. Und zwar Spezi, Wasser, Cola und Nordbräu Urtypel.